Ein Skandal um die krassen Zustände beim deutschen Burger King. Die fressen doch Hähne, Scheiße. Viele haben auch Magenprobleme gekriegt. Wir erleben katastrophale Zustände und Mäuse in der Küche. Die große Lüge um die angeblich veganen Produkte. Wenn man keine Plant-Based Nuggets hat, gibt man normale Nuggets raus. Aber muss man dann eigentlich auch die andere Mayo benutzen? In der Regel ja, aber hat bis jetzt niemanden interessiert. Und die üblen Zustände für die Mitarbeiter. Wir hatten schon das, dass die Leute uns mit den Burger abgeworfen haben. All das und noch einiges mehr gab es in der großen Aufklärungsreportage vom Team Wallraff in Bezug auf Burger King Deutschland. Und weil ich das Thema wirklich ziemlich wichtig finde, wollte ich das hier einfach ganz gerne mal kommentieren und vielleicht auch ein kleines bisschen analysieren. Ganz kurz der übliche Hinweis, die ganze Reportage gibt es natürlich auf RTL Plus und ich muss wirklich sagen, dass die sich lohnt. Ich verlinke sie euch ganz oben in der Videobeschreibung. Und wer das Team Wallraff nicht kennen sollte, das sind letztlich Investigativjournalisten, die halt versuchen, verschiedene Sachen aufzuklären. Und in Bezug auf Burger King haben sie das schon mal gemacht, und zwar vor 8 Jahren. Und damals war es auch schon ganz schön krass. 2014 hat Team Wallraff schon einmal bei Burger King recherchiert. Damals haben wir so viele unhaltbare Zustände aufgedeckt, dass nach unserer Ausstrahlung 89 Filialen schließen mussten. Allerdings hat damals auch die Geschäftsführung von Burger King Deutschland hoch und heilig geschworen, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Blöd nur, dass die ganz offensichtlich hinter dem Rücken ihre Finger gekreuzt haben. Qualität und Frische haben bei uns oberste Priorität. Leider sind wir in einigen Restaurants unseren eigenen hohen Standards, die weit über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen, nicht gerecht geworden. Die Recherche in diesem Jahr lief dann so ab, dass insgesamt 3 Journalisten bzw. Journalistinnen sich dann wieder haben quasi einschleusen lassen, indem sie ganz normal einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben und dann auch bei Burger King anfangen wollten. Und der erste von ihnen war vor 8 Jahren auch schon dabei und hatte schon bestimmte Befürchtungen. So, nach 2014 bin ich jetzt gleich wieder, mein Arbeitstag beginnt in 16 Minuten wieder undercover bei Burger King. Ich bin gespannt, was sich in den vergangenen Jahren getan hat, ob sich was verbessert hat, verschlechtert hat. Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Und der Anfang ist vielleicht dann sogar noch einigermaßen harmlos, denn da geht es ein bisschen um den Umgang mit Gemüse. Aber generell muss ich an dieser Stelle schon mal loswerden, wenn du unter Emetophobie leidest oder dir sonst generell sehr schnell schlecht wird, weiß ich nicht, ob du dir dieses Video angucken solltest. Für den Rest aber viel Spaß. Mir fällt auf, dass die Zutaten in den Behältern alle schon geschnitten sind. Das hattest du schon vorbereitet? Das bleibt mit gestern. Ah, okay. Ja. Das auch, ich habe schon gemacht auf Frühschicht. Morgen. Okay. Aber was bleibt mit gestern? Alles gut aus, weißt du? Okay. Okay, und jetzt muss man an dieser Stelle, glaube ich, wissen, dass es bei Burger King so ist, dass alle Lebensmittel, die da irgendwo gelagert werden, sogenannte Haltezeiten haben. Das heißt, da steht dann immer drauf, wann etwas zubereitet wurde, beziehungsweise wann es dahingestellt wurde und wie lange es maximal noch gebraucht werden darf. Aber kein Problem, weil sowas kann man ja im Zweifel auch einfach ändern. Das heißt, Margie druckt gerade für alle Lebensmittel, die wir für die Burger verwenden, neue Haltezeiten-Etiketten aus. Auf den Etiketten steht, wann die Lebensmittel zubereitet wurden und wann sie spätestens entsorgt werden müssen. Okay, und es ist mir jetzt wichtig, dass ich das absolut nicht verharmlosen will. Ich persönlich würde aber sagen, wenn jetzt eine Tomate mal eine halbe Stunde länger liegt, ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Aber bei den nächsten Bildern wird schnell deutlich, es geht nicht um eine halbe Stunde und außerdem auch nicht immer nur in Anführungszeichen um Tomaten. Und dann fängt es auch schon an, ziemlich schnell ziemlich widerlich zu werden. Ich soll also den alten Bacon aus dem Kühlhaus, der gestern schon in der warmen Theke stand, mit den alten Resten aus der Küche in einem neuen Behälter füllen und dem Gemisch eine neue Haltezeit geben. Wie sich's im guten Journalismus aber gehört, wurde es natürlich nicht nur so gemacht, dass jetzt in 3 Restaurants quasi Stichproben gemacht wurden, sondern es wurden auch anonym einige andere Mitarbeiter aus anderen Filialen von Günter Wallraff befragt. Und die Verhältnisse, die wir eben gesehen haben, die sind wohl auch einfach sowas wie Standard in anderen Restaurants. Wurden die Haltezeiten eingehalten oder auch verlängert? Die wurden einfach verlängert. Das wurde einmal verlängert oder auch mehrfach verlängert? Das wird mehrfach verlängert. Wie lange im Extremfall? Bis sie leer sind. Okay, und ich habe jetzt keine Ahnung, wie das bei Systemgastronomie ist, also wie lange es maximal dauern kann, bis etwas leer ist, aber dass das definitiv zu gesundheitlichen Problemen führt. Ich glaube, dazu muss man jetzt auch kein Arzt sein. Und das hat die Mitarbeiterin, die da interviewt wurde, dann auch nochmal ganz deutlich bestätigt. Viele haben auch Magenprobleme gekriegt. Also wir hatten viele Gäste, die dann auch gerade im Internet über die Bewertungen geschrieben haben, dass sich der Magen rumgedreht hat. Dann wurde es, wie ich fand,
extrem eklig. Ich habe keine Ahnung warum. Ich bin bei Soßen und Soßenbehältern nämlich immer ein kleines bisschen komisch. Und das, was dann als nächstes gezeigt wurde, ging darum, wie man mit den Soßen umgeht. Und oh mein Gott, je nachdem, wie lange man das schon macht, kann man da wahrscheinlich von Monaten ausgehen. Nicht nur die Haltezeiten werden alle paar Stunden erneuert. Ich kann sehen, dass die meisten Flaschen noch mit alten Soßenresten gefüllt sind. Anstatt die alten Reste zu entsorgen, kippen wir einfach neue Soßen obendrauf. Das muss doch dann irgendwann wahrscheinlich schimmeln und sich vermischen und... Oh, ganz ehrlich, ich will gar nicht wirklich drüber nachdenken. Nun geht es allerdings natürlich nicht nur um den Umgang mit den Lebensmitteln, sondern es geht da auch ein bisschen darum, wie sich die Mitarbeiter verhalten und ob die sich eigentlich an die anderen Hygienestandards auf die Person bezogen halten. Und auch das ist in dieser Filiale nicht wirklich der Fall. Einer der neuen Kollegen hat noch seine Straßenkleidung an, hat sich noch nicht die Hände gewaschen, aber legt schon mal ein paar Fleischpatties auf den Grill. Mit bloßen Händen. Schön. Und auch das hat wohl irgendwie System wie eine andere Mitarbeiterin erzählt. Und das wird dann oft damit begründet, dass man ja keine Zeit hat, gerade wenn viele Kunden da sind. Und mit begründet meine ich jetzt ganz deutlich nicht unbedingt von den Mitarbeitern, sondern von den Schichtführern und Schichtführerinnen und Chefs natürlich. Ja, und ich meine, Hygiene ist natürlich auch nicht so wichtig in einem Restaurant. Also nach dem Rauchen Hände waschen ist nicht. Wenn sie von der Toilette kommen, Hände waschen ist nicht. Oder auch wenn sie draußen die Außenrunde gemacht haben, Aschenbecher leer gemacht oder den Müll aufgekehrt, sind sie einfach ohne Händewaschen wieder an die Burger dran gegangen und haben weiter Burger gemacht. Dass es dann wirklich nicht um Bagatellen geht, das fand der Journalist dann auch noch heraus, als er sich ein bisschen die Buns, also die Brötchen angeschaut hat und wie lange die eigentlich noch haltbar sind. Und ich muss jetzt an der Stelle sagen, ich weiß es nicht ganz genau. Soweit ich weiß, ist es bei diesen Burgerbrötchen aber so, dass die bestimmte Bestandteile haben, bei denen es wirklich nicht gut ist, wenn man übers MHD rübergeht. Aber auch das war in dieser Filiale wohl wieder kein Ding. Hier finde ich Brötchen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 23. Februar. Das heißt, seit einer Woche sind die Brötchen abgelaufen. Nun kann es natürlich aber theoretisch durchaus sein, dass die Brötchen dann noch liegen. Und sobald das jemand bemerkt, werden sie dann einfach entsorgt. Das könnte man ja noch einigermaßen verstehen. Als der Investigativjournalist dann aber seinen Schichtführer anspricht und erfahren möchte, was der eigentlich jetzt damit vorhat, ist man schon mittelgradig schockiert, würde ich sagen. Das hier ist sehr hart. Majid wirft das harte Brötchen einfach in den Toaster. So fällt es dem Kunden vielleicht nicht auf, dass das Brot eigentlich nicht mehr genießbar ist. Wann geht, dann geht. Wundervoll. Und das ist wohl nicht mal der schlimmste Umgang damit. Es gibt wohl tatsächlich noch ein Level drüber. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es dir geht, ne? Aber ich war spätestens an dieser Stelle wirklich sehr froh, dass ich schon sehr lange nicht mehr in einem Burger King gegessen habe. Wir hatten Long Buns. Die haben schon das Schimmeln angefangen, weil sie schon 3 Monate abgelaufen waren. Und die wurden trotzdem weiterverwendet. Es wird aber noch viel krasser, denn das nächste große Thema waren so ein bisschen die Arbeitsbedingungen und wie man damit umgeht und natürlich auch die bestimmt vorgeschriebenen Schulungen. Denn jeder, der schon mal irgendwie in der Gastro gearbeitet hat, weiß, es gibt normalerweise bestimmte Hygienestandards und es gibt eben, wie gesagt, auch schon bestimmte Sachen, die man einfach wissen muss. Blöd nur, wenn da einfach absolut niemand irgendeinen Wert drauf legt. Schnell legt er mir mehrere Formulare hin, die ich alle unterschreiben soll. Was ist das? Nur wegen den Barsachen. Wir haben Barsachen und die Allergie und sowas, weißt du? Ich verstehe das nicht auch. Okay, und um das deutlich zu machen, es geht hier nicht etwa um die Allergien des Mitarbeiters und ich glaube, an der Stelle wäre es schon schlimm genug, wenn man da einfach irgendwas unterschreibt, sondern es geht letztlich um die Hygiene für den Kunden, denn es ist definitiv nicht normal, dass man eine Schulung nur mit einer Unterschrift bestanden hat. Ich habe gerade ein Formular unterschreiben müssen, in dem ich bestätige, dass ich an einer Schulung über Allergien und deren Wirkungen teilgenommen habe. Damit ist dieser erste Journalist mit seinem Arbeitsalltag mal fertig gewesen und gibt ein erstes Fazit ab. Und dem kann man, glaube ich, nach diesen Bildern einfach nur zustimmen. 8 Jahre nach meinem ersten Undercover-Einsatz bei Burger King bin ich der Meinung, hier hat sich wohl nichts wesentlich verändert. Glaub mir aber, es wird noch viel, viel krasser. Die nächsten Bilder sind vielleicht das Schlimmste, was in der ganzen Reportage vorkam. Da ging es nämlich um Maden in einer Filiale. Und ja, ihr habt euch nicht verhört. Maden, und zwar wirklich viele davon. Handyaufnahmen zeigen, wie die Maden aus der Biotonne über die Fliesen durch den Hintereingang in die Küche gekrochen sind. Und auch Nagetiere sind wohl in der einen oder anderen Burger King-Filiale, wenn man das so sagen möchte, richtig, richtig gute Kunden. Die zwischendurch immer wieder weiter interviewten Mitarbeiter hatten da einiges zu erzählen. Natürlich. Da sieht man das nicht selten, dass Mäuse zwischen den Gästen laufen oder zwischen uns auch.
Ja, also die gehören quasi zum Inventar. Um diesen Spuren und auch den gesendeten Bildern nachzugehen, hat sich dann die zweite Journalistin Julia auch eingeschleust und die hatte natürlich auch einen Kameramann dabei, der sich dann einfach mal zu den anderen Gästen in den Bewirtungsraum gesetzt hat. Und da hatte er dann auch direkt seine erste Mäusebegegnung. Und schön übrigens auch, wie abgefuckt die Kunden da sind. Die kennen das wohl auch schon. War das gerade eine Maus? Nee. Mein Kameramann sitzt verdeckt als Kunde in der Filiale und sieht eine Maus durch den Laden flitzen. Alter, was? Der Gast ihm gegenüber hat die Maus ebenfalls gesehen, schaut nach rechts und links und isst trotzdem weiter. Na gut, dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie kommen die Mäuse denn eigentlich in diese Filiale? Und Julia findet dann vielleicht etwas heraus, was zumindest damit zu tun haben könnte. Denn irgendwo werden die vielen Lebensmittel eines Burger Kings natürlich auch gelagert. Geh mal im Keller, ja? Ja. Im Keller befinden sich die Kühlhäuser. Hier werden alle Lebensmittel gelagert. Doch schon beim Betreten des Aufzugs schlägt mir ein übler Geruch nach Urin und Abfällen entgegen. Boah, allein die Beschreibung ist schon schlimm. Und das hat wohl viel damit zu tun, dass das Kühlhaus nicht wirklich kühl genug ist. Und das hat ausnahmsweise mal keine baulichen Gründe und auch nichts mit Energiesparen zu tun, sondern weil es den Mitarbeitern, wenn sie da unten ist, sonst einfach zu kalt wäre. Es scheint für meinen Kollegen normal zu sein, das Kühlhaus beim Betreten auszuschalten. Immer reinkommen, was anmachen und ausmachen, ja? Aha. Bis an, ja? Okay, und wenn wir reingehen, müssen wir es ausmachen? Ja. Warum? Ist kalt. Hast du? Da sind dann wohl Temperaturanzeigen und die Journalistin hat dann unter anderem gesehen, dass in diesen Kühlgängen wohl nur minus 9 Grad waren. Und das klingt kalt, aber es ist definitiv nicht kalt genug. Das wurde dann sicherheitshalber aber auch nochmal von einem Experten analysiert und erklärt. Ja, das ist schlimm. Ein Kühlhaus ist ja dafür da, die Ware kühl zu halten. Wenn ich ein Kühlhaus ausschalte, kann es die Aufgabe einfach nicht mehr übernehmen. Und wenn die Tiefkühlung unter minus 18 Grad geht, muss ich dokumentieren, was ich mit der Ware gemacht habe. Im Zweifel muss die Ware vernichtet werden. Naja, und vernichtet werden tut's ja auch irgendwie in den Mägen der Kunden. Denn das, was Julia und ihr Kollege dann nach oben geholt haben, das wird tatsächlich nicht nur zubereitet, sondern am Ende auch verzehrt, auch wenn die Mitarbeiter das selbst schon widerlich finden. Ich bemerke, wie mein Kollege immer wieder am Burgerfleisch riecht und dabei das Gesicht verzieht. Riecht nicht gut? Ha? Mit der Hand macht mein Kollege eine abfällige Bewegung, belegt den Burger aber weiter. Und auch für die vermeintlich neue Mitarbeiterin hat der Kollege dann einen richtig, richtig guten Tipp. Einfach weggucken und am besten selbst nie in einem Burger King essen. Da fällt mir dann ehrlich gesagt auch nichts mehr zu ein. Was ist das? Mit Augen ausmachen meint mein Kollege, ich soll wegschauen und meinen Mund halten. Denn anstatt das alte und stinkende Burgerfleisch in den Müll zu werfen, spritzen meine Kollegen immer wieder Wasser darauf, damit es nicht noch mehr austrocknet. Natürlich gibt es aber durchaus auch aufmerksame Kunden, denen dann auffällt, dass das jetzt irgendwie nicht normal schmeckt und noch ziemlich eklig ist. Nur das Schlimme ist, das bekommen dann natürlich nicht die Chefs ab, sondern die Mitarbeiter. Und da gibt es auch wohl ein paar krasse Geschichten zu. Merkt der Kunde denn, dass da was nicht stimmt? Ja, wir hatten schon das, dass die Leute uns mit die Burger abgeworfen haben, weil der Salat schwarz war. Aber trotzdem verkaufst du das, merkt ja nicht jeder. So war die Aussage von denen. Die fressen doch jede Scheiße. Journalistin Julia merkt dann ziemlich schnell, dass das mit dem Fleisch übrigens keine Ausnahme, sondern auch bei den anderen Zutaten eher sowas wie die Regel ist. Und eigentlich geht es ja um den Käse, ne? Aber diese Flaschen mit der Soße im Hintergrund, die sehen auch schon wieder schlimm aus. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie oft das da wahrscheinlich schon gewechselt wurde, ohne dass es sauber gemacht wird. Der Käse wälzt sich schon an den Seiten und ist an einigen Stellen vertrocknet. Trotzdem kommt er auf die Burger. Und auch der Rucola wurde schon zweimal verlängert, obwohl er nicht mehr gut aussieht. Auch in diesem Restaurant hat das Haltezeiten verlängern wohl ein klares System. Aber auch in diesem Restaurant geht's noch schlimmer. Denn erinnert ihr euch noch an den wunderbaren Kühlraum? Ja, da musste Julia am nächsten Morgen dann nochmal rein. Und das erklärt dann, glaube ich, auch diesen Abwasser-Urin-Geruch. Gott, das ist alles nass. Damit das Wasser ablaufen kann, stochert Schichtleiter Ramin mit einem Stab die Pumpe aus dem Abwasserkanal. Aber wovon ist das? Das ist von Waschmaschine.
und Eismaschine. Er steht in seiner Arbeitskleidung mitten im Abwasser. Als endlich wieder alles trocken ist, verlassen wir mit mehreren Eimern Crushed Ice den Keller und Schichtleiter Ramin geht mit seiner nassen und dreckigen Arbeitskleidung wieder in die Küche. Ach ja, so ein wundervoller Burger mit Urin-Flavor. Was könnte es Schöneres geben? Die Mitarbeiter haben dann übrigens in Bezug darauf noch ein paar schlimmere Sachen gedroppt. Geht nochmal ein bisschen um diese Mäusegeschichte von vorhin. Ich selbst würde dort nicht essen. Spätestens wenn du das erste Mal siehst, dass eine Maus im Brotkorb sitzt, da isst du nichts mehr. Okay, aber da bin ich ehrlich. Das habe ich dann wirklich für einen kompletten Einzelfall gehalten, der hoffentlich niemals in irgendeiner anderen Filiale nochmal vorkommt. Kurz darauf hat Julia aber Brötchen gefunden, die ein bisschen komisch aussehen. Ist das angefressen? Das lag jetzt hier mit dran. Dieses Burgerbrötchen, scheinbar von Mäusen angeknabbert, das lag so zwischen den anderen Brötchen, die auch ganz normal an die Kunden verkauft werden. Und das ist einfach nur unfassbar. Und auch den Grund für das Angefressene, den sieht Julia dann relativ kurz darauf selbst. Wie gesagt, Mäuse sind richtig gute Kunden bei Burger King. Ich glaube, hier war gerade eine Maus. Ich hab die gerade sogar. Ja, hier war gerade so eine Maus, die ist hier lang gerannt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es dir geht, aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, wie kann so etwas in Deutschland sein? Weil wir haben für sowas ja auch Behörden und Kontrollen und ich habe mir eigentlich immer eingebildet, dass die relativ oft kommen und dass die auch ziemlich streng sind. Aber auch dazu gab es im Mitarbeiterinterview interessante Aussagen. Gesundheitsamt war einmal da, hat kontrolliert, wurde der Laden kurz zugemacht. Wie lange wurde dann die Filiale geschlossen? Für ein paar Stunden. Okay, und an dieser Stelle muss man dann aber vielleicht eine kleine Lanze für die Gesundheitsämter brechen, denn das hat jetzt nicht damit zu tun, dass die das irgendwie gut finden oder geschmiert werden oder da sonst irgendwie eine ganz komische Zusammenarbeit läuft, sondern denen fehlt einfach das Wichtigste, Zeit, Personal und Geld. Laut Foodwatch-Recherchen schaffen nur 10% der deutschen Lebensmittelüberwachungsbehörden ihr Soll bei den Betriebskontrollen. Rund eine Viertelmillion der vorgeschriebenen Kontrollbesuche finden erst gar nicht statt. Es fehlt Personal. So ist in manchen Landkreisen ein einziger Lebensmittelkontrolleur für 2000 Betriebe zuständig. Krass. Und das mit dem Personal betrifft dann nicht nur die Gesundheitsämter, sondern auch die Burger King-Filialen selbst. Da wird nämlich peinlich drauf geachtet, dass da bloß nie genug Mitarbeiter sind. Denn das könnte ja den Gewinn für die Franchise-Nehmer schmälern. Zu viel Personal darf unter keinen Umständen vor Ort sein. Es wird mehr Wert darauf gelegt, die Personalkosten unten zu halten, als den Umsatz zu fördern. Wie zumindest einige Chefs mit ihren Mitarbeitern umgehen, das wurde dann auch nochmal geleakt und zwar durch eine WhatsApp-Nachricht, die wirklich extrem freundlich ist. Da hat man wirklich mega Bock, da zu arbeiten. Und ich finde, das erklärt es dann auch ganz logisch, weil wenn der Chef die ganze Zeit scheiße zu dir ist, es viel zu wenig Mitarbeiter gibt und die Bedingungen einfach katastrophal sind, dann sinken die Hygienestandards natürlich immer weiter und dann wird das auf Dauer immer schlimmer und gibt einen Teufelskreis. Ihr habt alle große Klappe, ihr könnt alles, ihr verdient zu wenig, bla bla bla. Aber eure Arbeit richtig zu machen, das könnt ihr nicht. Bin mega sauer und das werdet ihr auch spüren, das verspreche ich euch. Vorausgegangen ist ein Streit über nicht gereinigte Toiletten. In der Zwischenzeit hat dann auch eine dritte investigative Journalistin ihre Arbeit aufgenommen und diesmal ging es insbesondere um die vegetarischen und veganen Produkte und da ich ja auch zu den Leuten gehöre, die keine Tiere essen, hat mich das besonders interessiert und es hat mich auch besonders desillusioniert. Mein Kollege Hamdi erklärt mir die besondere Zubereitung eines vegetarischen Burgers. So, Mayo, oben kommt Mayo drauf. Oben, ne? Mhm. Aber muss man dann eigentlich auch die andere Mayo benutzen, oder? In der Regel ja, aber hat mich jetzt niemand interessiert. So. Ach so, also statt vegane einfach normale Mayo für den angeblich veganen Burger. Naja, gut. Allerdings hat Burger King dann in der Folge behauptet, dass diese Aufnahmen vielleicht ja vorgekommen sein mögen. Das ist in der Zwischenzeit aber gerade bei den veganen Produkten nochmal eine Art von Effizienz- und Qualitätssteigerung gab. Das wurde dann auch nochmal ganz stolz vor dem RTL-Mikrofon erzählt. Deswegen haben wir manche Produkte mit dem V-Label lizenzieren lassen, um den Veganern eben halt auch wirklich die Sicherheit zu geben. Wir haben eine separierte Produktion, wo Fleisch
fleischige Sachen eben von nicht fleischigen Sachen irgendwie auch getrennt sind. Okay, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als die Journalistin diese Bilder hat aufnehmen können, da war das definitiv nicht so. Und es betrifft nicht nur die Mayo, sondern wohl auch die Patties. Denn da kann es durchaus mal vorkommen, dass man als Vegetarier oder Veganer einfach richtiges Fleisch kriegt. Und mich nochmal in der Haltung bestärkt, dass man da definitiv solche Produkte nicht kaufen sollte. PB für Plant-Based, die sind immer vegetarisch. Ich bin irritiert, denn vor genau 5 Minuten sagte er mir noch, dass das hier alles Hühnerfleisch sei. Und so geht dieser Burger als vegetarisch über die Theke. Ob er das wirklich ist? Vegetarisch. Okay, aber auch hier muss man sagen, okay, es kann vielleicht einmal vorkommen, es sind Menschen, Menschen machen Fehler. Aber wenig später hat die Journalistin quasi nochmal einen ganz ähnlichen Fall gesehen und dann muss man natürlich irgendwann einfach schon von Systemen ausgehen. Ist das plant-based? Jetzt erst fällt Bilal auf, dass er Fleisch für den veganen Burger genommen hat. Dabei sind 2 Wärmebehälter im Moment mit veganen Patties gefüllt. Schnell nimmt er das Fleisch wieder runter und legt es mit der Mayonnaise darauf zurück in die Wärmeschale. Der Burger, der gerade mit dem Fleisch in Kontakt gekommen ist, wird jetzt als veganer Burger verkauft. Wenig später hat die Journalistin dann ihre Pause und nutzt das, um nochmal mit einem anderen Mitarbeiter ein bisschen darüber zu sprechen, ob das dann häufiger vorkommt und ob er auch sowas schon mal gesehen hat. Ja, hat er definitiv. Kann mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr überraschen. Der Kollege erzählt mir, dass die veganen Patties auch in der Fleischfritteuse gebraten werden. Also, dass du als Kunde denkst, okay, ich bestelle jetzt das und das, weil es ist nur vegetarisches Zeug. Und dann wird es einfach wie hier auch in Fett gebraten. Ja. Behaupten kann man allerdings vieles, deswegen hat die Journalistin nochmal nachgesehen und ja, es ist tatsächlich so, die vegetarischen / veganen Produkte und die anderen werden teilweise im gleichen Fett gebraten und da ich jetzt zum Beispiel eher aus moralischen Gründen Veganer bin, muss ich jetzt sagen, mich stört das nicht so sehr, aber es ist natürlich absolut nicht das, was versprochen wird und geht einfach gar nicht. Vegane Nuggets, oder? Kinderfleischfritteuse. Hier ist vegan. Hier ist Fleisch. Wundervoll. Und jetzt muss man ja noch dazu sagen, es geht ja beim veganen Konsum jetzt keinesfalls immer nur darum, dass man das moralisch tun möchte, sondern es gibt auch gesundheitliche Gründe wie Allergien oder Unverträglichkeiten und nicht zuletzt auch religiöse Gründe. Aber zumindest nach den Aussagen einiger anderer Mitarbeiter bedeutet vegan bei Burger King keinesfalls immer vegan. Wenn man keine Long Chicken Patties hat als Plant-Based, nimmt man die normale und wickelt das einfach in Plant-Based Papier. Auch bei den Nuggets wurden normale Nuggets verkauft. Statt Veganer. Na gut, nun muss man aber natürlich sagen, die Leute, die veganen Produkte nicht bestellen, für die scheint diese Filiale ja erstmal okay zu sein. Allerdings auch wirklich nur auf den ersten Blick. Und auch hier nochmal eine kleine Triggerwarnung, die nächsten Bilder sind schon wirklich hart eklig. Neben dem Chaos in der Küche wird zudem anscheinend sogar verdorbenes Fleisch über die Theke gereicht. So meine Beobachtung in dieser Situation. In einer Wärmeschale finde ich Fleischpatties, die so unappetitlich aussehen, dass es mich ekelt. Mein Kollege Farid sieht meine Reaktion. War der Fleischteil jetzt kaputt? Ja, oder? Das sieht irgendwie... 2 Minuten später kann ich jedoch beobachten, wie genau dieser Kollege diese unappetitlichen Fleischpatties nicht entsorgt, sondern auf die nächsten Burger legt. Krass. Und gleich gucken wir uns dann auch noch an, wie Burger King auf die Vorwürfe reagiert hat. Vorher wollte ich dich aber mal ganz kurz bitten, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren und mir gerne in die Kommentare zu schreiben, ob dir dieses Video gefallen hat und ob du noch mehr in dem gleichen Stil sehen willst, weil das ja nicht ganz das ist, was ich sonst immer mache. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Aber wie gesagt, das Team Wallraff hat dann Burger King mit den Vorwürfen konfrontiert und die Reaktion darauf war, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, irgendwie schwierig. Aber wir gucken uns das am besten erstmal an. Am Mittwoch, dem 31. August, bekommen wir eine Nachricht von einem Informanten. Die Kölner Filiale am Friesenplatz wird geschlossen. Wir fahren hin. An der Tür ein Schild. Wegen technischen Gründen bleibt unser Restaurant vorerst geschlossen. Am nächsten Tag ist auch eine weitere Kölner Filiale geschlossen. Die 2., in der wir undercover recherchiert haben. Dann Samstag, 3. September. Alle 3 weiteren Filialen, wo wir undercover waren, wurden geschlossen. Okay, und jetzt muss ich grundsätzlich sagen, dass es natürlich gut ist, dass die Filialen geschlossen werden, weil die ja ganz offensichtlich nicht den Hygienestandards entsprochen haben, da illegal gearbeitet wurde und man ja irgendwie reagieren muss. Aber es ist natürlich dann immer die Frage, ändert das jetzt grundsätzlich was oder fühlt man sich einfach nur ertappt und macht deswegen genau das nicht mehr? Burger King selbst hat dann jedenfalls auch noch ein Statement rausgegeben und doch einiges versprochen. Nachdem wir von ihren Vorwürfen erfahren hatten, haben wir gemeinsam mit unseren Franchise-PartnerInnen sofort gehandelt und entsprechende Maßnahmen ergriffen.
Wir haben die benannten Restaurants umgehend geschlossen und ein außerordentliches externes Audit für alle 750 Burger King Restaurants in Deutschland angeordnet, das bis spätestens Ende September 2022 abgeschlossen sein wird. Klingt gut, ist aber natürlich auch ganz, ganz klarer Konzernsprech. Und man weiß natürlich nicht, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Günter Wallraff vom Team hat dazu auch nochmal was gesagt. Und da hat er, glaube ich, auch einfach recht, denn wir dürfen ja nicht vergessen, vor 8 Jahren gab es ja den gleichen Skandal eigentlich schon mal. Burger King hat in der Vergangenheit schon vieles versprochen und sich auch für vieles entschuldigt. Ob sie dieses Mal ihren Versprechungen auch langfristig Taten folgen lassen? Wir bleiben skeptisch. Gut, ich bin auch skeptisch und ich habe an dieser Stelle zum wiederholten Mal in meinem Leben einfach auch beschlossen, definitiv dort nicht mehr zu essen. Und das gilt natürlich, muss ich auch fairerweise dazu sagen, für die Konkurrenzprodukte. Ich selbst habe auch schon mal ganz kurz zumindest mal als Lieferfahrer für so ein Unternehmen gearbeitet, auch wenn das schon 10.000 Jahre her ist, und habe da auch Sachen gemerkt, die mir nicht so wirklich gut gefallen haben. Aber jetzt interessiert mich natürlich nochmal deine Meinung. Isst du trotzdem noch bei Burger King? Hast du da noch nie gegessen? Wie siehst du das überhaupt? Auch das mit den veganen Produkten? Schreib mir das alles sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und wenn du magst, gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Es hat mir viel Spaß gemacht. Bis dann, dein Onion Dog. Aber Wiedersehen, das müssen wir uns ja sowieso eigentlich wieder. Denn sonst musst du jetzt mit den Mäusen im Kühlhaus nochmal die Abwasserfilterpumpe reinigen.